Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Leute, wir wissen, was das heißt. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben im letzten Part Kunesh auf die Fresse gegeben, den Kampf erfolgreich gegen ihn bestanden und von ihm einen Schlüssel bekommen. Bis jetzt wissen wir aber noch nicht, was der Schlüssel uns bringt. Das schauen wir jetzt gerade nochmal schnell nach. Vielleicht steht denn da irgendwas, Kunesh Schlüssel. Kann man einfach fallen lassen. Ich nehme an, dass wir mit dem einfach in sein Haus reinkommen, oder? Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber ich das letzte Happen Wort vertragen. Ist nicht gesprochen. Okay, wir essen erstmal schnell was. So. Haben wir die angezogen? Oh ja, die haben wir angezogen, hier. Ich bin mal gespannt, was unsere Mutter dazu sagt, wenn wir wieder so voller Blut nach Hause gehen. Mit voller Blut besprenkelt nach Hause kommen. Aber wir sollen ja. Ich meine, unser Vater hat uns den Auftrag gegeben, nicht? Und genau das haben wir jetzt erledigt. Jetzt können wir hier holen, was es zu holen gibt. Er schuldet dem... unserem Vater jetzt noch ein bisschen Geld. Was haben wir denn hier? Aufschieben, Schloss knacken. Ah, die Kiste. Okay. Der hat nur einen Hammer und ein paar Nägel. Mehr war das nicht. Das ist alles? Und dafür haben wir gegen den gekämpft? Spieler. Ah, wir sind ja Stufe 2 sind wir. Der Duft des Mannes. Das Leben ist hart. Speer 1. Das sind Werte, wo wir hier verteilen können. Axt, Verteidigung, Faustkampf ist bei uns hochgegangen. Schwert. Das lasse ich jetzt erstmal noch so, weil ich weiß auch noch nicht wirklich, wie das funktioniert. Das heißt, ich werde mich da nachher mit beschäftigen. Also wir werden uns nachher damit beschäftigen. Erstmal tun wir, wie uns das Spiel vorschreibt oder vorschlägt, ein bisschen die Geschichte erforschen. Mehr hat er aber wirklich nicht, ne? Hier liegt zwar noch ein Holzhammer, aber den können wir halt echt nicht gebrauchen. Okay. Ja, es ist okay. Schauen wir doch jetzt nochmal nach. Mhm, treibe Gunis Schulden ein. Kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. Aber wir haben ja kein Geld. Der hat ja kein Geld gehabt, wir haben ja nur den Hammer gekriegt von ihm. Kaufe ein Bier. Finde etwas bei Kunesh, das sich verkaufen lässt. Optional. Finde ich gut, das machen wir. Vielleicht können wir auf dem Markt ja den Hammer von ihm verkaufen. Du entdeckst Köhler. Okay. Das ist der Markt. Hier ist ein Markt. Händler. Vielleicht können wir hier den Hammer verkaufen. Reden wir mal mit dem da hinten. Mit dem können wir nicht reden, aber mit der hier. Händlerin. Lass uns handeln. Genau. Im Verkaufen. Das mit dem Zeichen heißt, dass wir das ausgerüstet haben. So, Kunesh Hammer, was kriegen wir denn dafür? 5 Goldstücke? Oder, nee, das ist die Haltbarkeit, 100. 5 Goldstücke kriegen wir dafür. Okay. Die Nägel, da kriegen wir 0,3 Goldstücke. Wow. Ah, hier oben sehen wir auch den Ruf. Was wir dafür erhalten. Vermögen, ah, wie viel... Dein Vermögen, 3. Ah, wie viel der Händler hat. Habe ich für den Hammer echt nur... Können ein bisschen Linsensuppe von der Mutter... Nee, das Essen hebe ich lieber noch auf, weil es kann natürlich gut sein, dass wir das auch gebrauchen können. Das heißt... jo. In den Warenkorb. Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Ah, jetzt haben wir 76,5 zerquetschte Goldstücke. Ich möchte nochmal schnell gucken, wir müssen Kohle holen, ne? Kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. Dann reden wir nochmal mit der. Ob das reicht jetzt für die Kohle? Kohle, 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 Kohle. Holzkohle. Einen Sack. Hä? Kosten? Oh, kostet ja gar nichts.
Ja, immerhin. Oh, wir können auch die Sachen... Ja, ne, das war aber klar gewesen. Ja, super. In den Warenkorb. 10 Stück brauchen wir, gell? Annehmen. Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Du hast nicht genügend Geld. Was kostet das denn? Du zahlst... Hä? Ja, ich habe 3,3 und es kostet mich 4. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen was. Zurück. Falschen. Komm. Vielleicht geht das. Mal gucken. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Okay. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen falschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest, mit W oder S und bestätige mit E. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot. Lehnt er ab, unterbreitet ihm ein Gegenangebot und warte auf deine Antwort. Okay. Gut. Ja, okay, wir werden das schon herausfinden. Also, mit W oder S? Du hast nicht genügend Geld. Also, es kostet... Also, ich möchte... Hier, machen wir mal so. Das ist Zeitverschwendung. Mehr was? Mann, ich will den Sack... Wie viel brauchen wir? Kaufe einen Sack Kohle auf dem Markt. 10. Hm. Ja gut, okay, komm, dann verkaufe ich halt noch ein paar Sachen, die ich jetzt im Inventar habe. Okay, was haben wir denn noch zu verkaufen? Ein paar Äpfel, was kriegen wir dafür? Was bedeutet das hier? Gesundheit. Zustand, Gewicht. Ah, hier hinten sieht man den Wert. Also komm, wir verkaufen mal alle Äpfel. Ah, dann habe ich aber... Ich glaube, da müsste ich schon genug jetzt haben, nicht? Sag mal, Warenkorb prüfen. Wir kriegen für den 1,2 Goldstücke. Handel abschließen. Und jetzt möchte ich gerne nochmal... Gucken, ob das für die Kohle jetzt reicht. Holzkohle. Ich hoffe, das reicht. 10. Annehmen. In den Warenkorb. Abbrechen. Warenkorb prüfen. Kostet 0,4. Ich will mal gucken. Ja, hat gereicht. Wir haben die Holzkohle für unseren Vater. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt sollen wir noch als nächstes die Parierstange in der Burg abholen. Also müssen wir nach oben, ne? Und als allerletztes besuchen wir noch unsere Freundin. Weil der Vater wollte ja, dass das Bier schließlich schön frisch ist. Kauf einen Sack Kohle auf dem Markt. Abgeschlossen. Sehr schön. Ich bin am überlegen, wenn wir jetzt schon auf den Weg da oben, nach oben sind, ob wir sowieso gerade schnell mit dem Vater reden. Nee, das machen wir nachher. Jetzt gehen wir erstmal in die Burg und, holen die Parierstange dann ab. Genau. Wachen! Gewährt mir den Eintritt. Hallo? Pass etwas besser auf. Aber wir müssen mit denen reden, ha? Huh? Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Okay, wir haben die Parierstange, super. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Natürlich. Das Bier vielleicht sogar auf mich? Parierstange für den Vater haben wir ja nun erworben. Neuen Kodex-Eintrag mit N. Was haben wir denn hier? Recht und Ordnung. Das lese ich jetzt nicht alles durch. Das ist wahrscheinlich sowas wie so ein bisschen so ein Wissensbuch, wo einfach Informationen gesammelt werden. Ja, hier die ganzen Charaktere und so, genau.
Okay, schön. Gut, als letztes müssen wir jetzt nur noch, glaube ich, kauf ein Bier im Wirtshaus. Genau, können wir unsere Freundin noch besuchen? Hol die Parierstange in der Burg ab. Abgeschlossen. Sehr schön. Regnet's? Ah ja, es regnet leicht, oder? Nee. Ah, ich weiß nicht. Doch, ein bisschen regnet's, glaube ich. Deswegen nieselt das ja auch so leicht. Gut. Da vorne ist die Schenke. Richtig gemütlich. Ich frage mich, ob wir... Ja, bestimmt können wir uns später ein Pferd kaufen. Mal schauen, ob wir hier richtig sind. Begib dich zum Schwertkampftraining? Ah, das machen wir ganz zum Schluss. Kauf ein Bier im Wirtshaus bei E. Das ist dort hinten. Gut. Damast, Scharlach. Ein Fest für die Augen und das Weibsvolk. Kommt näher. Ich könnte hier einfach klauen. Ja, ich mag jetzt aber nicht. Wir haben einen Auftrag, Leute, den dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen in die Schenke rein. Für unseren Vater das Bier besorgen. Aber oh, wir sind auf der falschen Seite gelaufen. Oh. Voll mit Blut beschränkt. Beleidigst du gerade? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist sein mit dir gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Einfach hindern, du wirst das schon merken. Toll, der Deutsche labert Scheiße. Man muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz, ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also... Ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und auch ein paar andere Dinge bringen. Oh. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Bist du dabei? Sollen wir mitmachen, Leute, oder sollen wir lieber das Bier holen? Können wir nicht beides machen? Wir können doch sicher beides machen, oder? Schnell in die Schenke, oder schnell das Haus mit Scheiße zu bewerfen und danach das Bier besorgen. Ach, kommt. Da mache ich mit. Nee, ich lasse es. Ich hole für den Vater das Bier. Ich wollte keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Das ist schade. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst?
Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Ja, ist ja gut. Meine Freundin wartet in der Schenke auf mich. Auf uns. Ja, ist gut. Hab's verstanden. Macht's gut. Ah, guck mal, der da hinten winkt mir schon zu. Oder der winkt eher der zu. Ist das Dings? Gern geschehen. Bianca, das ist doch unsere Freundin hier. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Ja, voll mit Blut. Was führt dich hierher? Du, Bier. komm. Tun wir uns mal ein bisschen einschleimen. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Jetzt können wir sagen Bier. Lass uns handeln. Nee, das kommt später. Nein! Oh. Ich dachte schon, ich habe was Falsches gedrückt. Du bist wahrlich eine Augenwahr. Eben. Bier für meinen Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Sehr schön. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Leute, wir wissen, was das heißt. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Okay. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Da grinst er. Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ach, du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Ah, mit Retterschnaps dreimal haben wir den bekommen. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests. Wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt, wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Das ist jedoch ein starker alkoholisches Getränk. Du kannst maximal, ich kann es nicht fertig legen, wahrscheinlich nur so irgendwie maximal einmal am Tag oder so was trinken. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg zum Vater, genau, zu seiner Schmiede. Haben wir eigentlich alles erledigt? Tatsächlich. Finde etwas verkaufen lässt. Habe ich? Das machen wir noch. Begib dich zum Schwertkampftraining, nachdem wir beim Vater waren. Okay, Leute. An dieser Stelle muss ich aber leider schon den zweiten Part auch beenden. Und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo oder ein nettes Kommentar oder so einfach wirklich freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch zum dritten Part wieder einschaltet. Das werde ich jetzt gerade im Anschluss jetzt hiervon aufnehmen, genau, weil ich habe noch Zeit heute und es kommt dann einfach am nächsten Tag für euch. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao!